Aus aktuellem Anlass, würde man sagen, müsste man dieses Video eigentlich auch nennen. Vielleicht nenne ich es auch so, ich weiß es noch nicht. Ja, warum aus aktuellem Anlass? Eigentlich sollte in dieser Woche wieder mal ein Rückblick kommen. Kommt so alle 4 Wochen. Das Problem ist, wir müssen jetzt einen Ausblick werfen. Und zwar einen Ausblick auf das Jahr 2024. Und worum es da geht, was wir für Überraschungen haben und, das nach dem Vorspann sehen wir uns hier im Garten wieder. Also bis gleich. Vorspann zu Ende und ich stehe an meinem Umleitungsschild. Ja, aber was diese Umleitung jetzt mit Ausblick und allem drum und dran zu tun hat, das erfahren Sie jetzt im Video. Wie gesagt, eigentlich sollte ja diese Woche so ein kleiner Rückblick kommen. Können wir nicht machen, weil es haben sich in den letzten Wochen, und ich habe das ja in den anderen Videos schon immer so ein bisschen angedeutet, es haben sich total tolle Neuigkeiten für Flo und mich ereignet, sodass wir jetzt gesagt haben, machen wir ein extra Video zu. Ist auch nur Gesabbel von unserer Seite, aber es wird Sie freuen. Glaube ich jedenfalls. Wir kommen mal zu unseren Projekten, die wir für 2024 geplant haben. Hier stehe ich schon mittendrin. Und da kann man schon sehen, haben wir schon angefangen. Und zwar wird das hier ein Blumenbeet. Der komplette Rasen, es kommt alles weg. Und ich möchte endlich ein richtig großes Blumenbeet haben. Ich habe ja mal in irgendeinem Video erzählt, dass mich das nervt, dass das über den Sommer immer alles nur grün ist. Jetzt zum Herbst hin, da blüht alles, ist wieder schön. Aber im Sommer ist es nur grün. Und da habe ich überlegt, was können wir machen. Und das wird jetzt hier ein Paradies für Bienen. Haben wir jetzt schon. Wir haben ja hier diese Astern und Sonnenblumen und all sowas. Und da freuen die sich drüber. Heide steht hier zwischen und. Und das machen wir jetzt einfach größer. Diese Schnur, die wir hier gespannt haben, wird der Weg. Geht hier so rum. Und hier vorne alles Blumen. Hier vorne hätte ich dann gerne noch so einen kleinen Hügel. Weiß ich nicht, ob sich das realisieren lässt, aber ich bin da ja immer sehr mutig und wir probieren das aus und ich denke mal, das kriegen wir schon hin. Gehen wir mal weiter in unserem Garten, aber weil es hier im Moment ein bisschen holprig, möhlig und wirklich auch chaotisch ist, machen wir einfach einen Videoschnitt, dann kann Flo hinterherkommen, weil sonst liegt er mir hier wirklich, weil Sie sehen ja, es ist ein bisschen holprig. Also bis gleich an der nächsten Stelle. Zweite Stelle im Garten. Ja, nicht der Rasen, der ist uninteressant hier hinter. Haben wir ja im Frühjahr angefangen, die Hütte zu renovieren. Die Hütte ist eigentlich eine Steinhütte. Ich wollte aber so eine Art Schwedenhütte, also eine Holzhütte. Haben wir ja im Frühjahr angefangen zu verkleiden, als wir dann wieder zurück waren. Die Vorderseite der Hütte, die fehlt noch. Werden wir jetzt auch im Herbst machen. Und hier vorne kommt noch so ein Foliendach drüber. Weil ich mag das ganz gerne auch mal im Herbst oder auch mal im Winter draußen zu sitzen. So ganz sind die Planungen für das Ding aber auch noch nicht abgeschlossen. Weil meine Ideen sind es, außen hier so zuzumachen, dass ich hier oben dann vielleicht noch so eine Art Plexiglasscheiben reinbaue. Aber auch da bin ich noch nicht so ganz hundertprozentig mit mir einig und mit Flo schon gar nicht. Von daher wird das noch so ein bisschen ja, auf sich warten lassen, was wir da draus machen. Aber geplant ist das eigentlich, dass es auch im Frühjahr fertig ist. Wir gehen mal weiter. Wir sehen uns gleich hinten. Da stehe ich hier in meiner Traumküche, die irgendwann mal eine werden will. Frühjahr 2024 soll sie fertig sein. Im Moment sieht man ja hier Balken.
Wir bauen im Moment das Dach. Hier kommen jetzt im Moment Pfeiler rein und dann soll das Dach und dann kann nämlich theoretisch die Küchenhexe hier hin. Hier vorne sind geplant Fensterscheiben, damit es vor Wind geschützt ist. Aber wie gesagt, Frühjahr 2024, also ich denke mal, ja, Mai, April, Mai, ich weiß es nicht, drücken Sie mal die Daumen, vielleicht auch ein bisschen früher, je nachdem, weil wir haben sehr viele Projekte. Das werden Sie in diesem Video ja noch weiter sehen. Es geht nämlich gleich zu der größten Überraschung, die wir wirklich Ihnen präsentieren können. Aber das ist noch eine andere Sache. Hier drüben sehen Sie Leitungen, Wasserleitungen. Was ich damit vorhabe, können Sie in den Rückblicken sehen. Also auch wieder was Spannendes. Dann ist ja hier vorne Flo sein Erdbeerbeet. Hat sich total bewährt. Flo hat gerade eben seine allererste Erdbeere geerntet. Wohl bemerkt, wir am Ende September. Das kommt weg. Erdbeeren kommen da vorne hin. Gibt es ein extra Erdbeervideo zu. Und dann wird das hier allerdings nur noch eine Rasenfläche. Weil ein bisschen Rasen brauchen wir auch. Weil wenn vorne das Beet weg ist, dann brauchen wir es hier. Tja, gehen wir mal ein kleines Stückchen weiter. Chaos in unserem Garten, oder? Tja. Und es geht weiter. Hier. Mein Stangenbohnengestänge kommt weg. Hat gut gedient. Kommt weg. Kommt woanders hin. Das Hochbeet. Im Frühjahr gebaut. Kommt woanders hin. Die Tonnen hier vorne, wo dieses Jahr noch unsere Süßkartoffeln drin sind und unsere Zucchinis drin waren, kommen weg. Und hier, wo ich jetzt vor meinem schicken Blumenkohl stehe, der extra für den Winter gedacht ist, muss ich mal gerade eben eine Raupe vernichten. So. Kommt ein Tunnel hin. Hier. An das Hochbeet. Tunnel. Und warum? Hier. Weintrauben. Und können Sie sich noch im Sommer daran erinnern an unsere Erbsengitter? Die werden als Dach eingehangen. Und da sollen dann die Weintrauben ran. Überdacht werden sie mit Wellblech. Also durchsichtigen diese PVC. Bringt ihnen Wärme, Schutz vor Regen und ich ehrlich gesagt hoffe, dass wir dadurch ein bisschen mehr Weintraube ernten. Aber warum machen wir das? Weil das nächste hier unten, meine Minze mit Bottich, kommt weg. Und nun gehen wir mal zur größten Überraschung. Dazu sehen wir uns gleich. Was heißt das jetzt? Das ist unsere, für uns und für Sie, größte Überraschung. Flo und ich haben immer davon geträumt, einen halben zusätzlichen Garten zu haben. Ja, halbe Sachen machen ist schwierig. Soll man ja auch nicht machen. Also haben wir ganze Sachen gemacht. Und ich sage jetzt herzlich willkommen in unserem zweiten Garten. Und so funktioniert dann auch Selbstversorgung richtig. Ich stehe jetzt gerade in meinem nächsten Versuch für 2024. Nicht hier draußen Garten zu machen, das versuchen wir im Winter, bis spätestens März, muss das alles hier drüben fertig sein. Die Hecke ist zu alt und zu unförmig, also müssen wir sie leider wegnehmen. Kein Problem.
Die Komposthaufen kommen weg. Und schon haben wir hier eine Fläche für Kartoffeln. Da hinten, der Flieder. Ich nenne es mal vorsichtig das Chaos, weil das ist sehr schwierig hier. Das sehen Sie gleich, überall. Die Himbeeren, da stehen Erdbeeren, überall. Muss leider alles weichen, weil auf der Ecke sollen, so wohl wieder, wie wir das schaffen, im nächsten Jahr Kohl stehen. Hier, wo wir jetzt gerade eben, ich sag mal ganz nett, den Durchbruch geschaffen haben, kommt der Weg. Der Weg geht hier durch bis ungefähr, ich stelle mich mal hin, hier, weil da ist eine Pforte. Kommt von da ein Weg, der geht bis vorne durch, da gehen wir gleich hin, und bis hier rüber und die Komposthaufen von dort kommen dorthin. Also Sie sehen, wir haben schon einen Plan, wie das Ganze hier nachher aussieht. Richtig. Und wir kommen jetzt zu Sachen, die wir da drüben abbauen. Die kommen nämlich hier rüber. Mhm. Hier, neben diesem Weg, wird unser Versuchsfeld. Da werden wir uns Sachen suchen, Gemüsesorten, die nicht jeder anbaut, die wir aber mal versuchen möchten. Die wir vielleicht auch schon mal versucht haben, die aber nicht so funktioniert haben. Kommen hier hin. Natürlich bleibt der alte Garten auch erhalten. Da kommen dann die traditionellen Sachen rein, die, die man braucht, und alles ein bisschen größer. Hier ist ja so eine Art Schuppen. Der bleibt. Weil irgendwo müssen wir ja diese ganzen Gartengeräte, die wir jetzt haben, auch unterkriegen. Ne? Wenn wir weitergehen, für Flo ist das übrigens gerade eine total spannende Geschichte, denn der läuft hier rum wie ein Storch im Salat. Hier ist ja nun die Rückseite unserer Hütte, die wir erstmal ebenfalls ein bisschen renovieren müssen, restaurieren müssen, weil auch die Dachrinnen, das ist alles in die Jahre gekommen, da werden wir auch über den Winter ein bisschen was dran tun. Und dann, was kommt? Richtig. Mein Tomatendach. Das, was ich eigentlich in diesem Jahr da drüben hinbauen wollte, integrieren wir, bauen wir einfach hier an unsere Hütte an. Und schon haben wir eine schöne große Fläche, wo Tomaten unterwachsen können. Gehen wir mal weiter. Hier vorne stehen wunderbare, schöne Blumen. Und das möchte ich eigentlich auch alles, so gut es geht, erhalten. Zumindest versuchen. Was für uns natürlich im Vordergrund steht, ist der Anbau von Gemüse. Weil, wie gesagt, Selbstversorgung. Kommen wir mal zum Hochbeet. Was wir dort abbauen. Kommt unter diesen sehr, sehr alten und leider nicht mehr gesunden Pflaumenbaum, den wir noch mal versuchen werden, ein bisschen zu beschneiden, in der Hoffnung, dass da vielleicht noch mal ein bisschen was kommt. Wenn nicht, ja, steht zumindest ein Hochbeet drumherum. Ne? In dieses Hochbeet überlege ich übrigens, was ich da reinmache. Ich weiß es noch nicht. Eventuell mache ich da nächstes Jahr Kürbisse rein, weil dann wachsen hier vorne auf dem Rasen Kürbisse. Und auch das sieht schön aus. Da fehlt noch was, ne? Richtig. Es fehlt unser Bohnengestänge. Tja. Das Bohnengestänge kommt hier ans Ende. Ans Ende des Tomatendachs. Jetzt nicht direkt dran. Ein Stückchen weiter weg. Geht dann in diese Richtung. Quasi an dem Weg entlang. So wie es da drüben auch ist. Einfach woanders hingestellt. Da, wo Flo jetzt gerade steht, das kann er Ihnen nicht zeigen, weil er steht da ja, aber ist auch nicht weiter tragisch, ist eine kleine Terrasse. Dort kommt ein Feigenbaum hin. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Ein Feigenbaum an einer Terrasse, da freue ich mich jetzt schon drauf, weil der hat hier total viel Wärme. Darf er wachsen, so wie er möchte. Weil wir haben mittlerweile zwei. Ich habe ja noch ein paar Bäume in Aussicht, die ich gerne hätte, aber da muss ich erstmal mit dem jungen Mann, der hinter der Kamera ist, handeln. Aber kommen wir mal nach vorne. Ich habe ja damals
in dem alten Garten noch ein Hügelbeet gehabt. Musste ich aus Platzgründen leider entfernen. Und wie sagt man, es gibt Comeback. Und zwar hier vorne. Hier an der Seite. Weil wir werden das Ganze da hinten mit einem Bagger einmal abziehen. Und da wird wahrscheinlich eine ganze Menge von überbleiben. Sodass ich gesagt habe, das ist eine super Idee. Ich schmeiße das alles hier drauf. Alles auf einen Haufen, mache ein Hügelbeet von. Und dann pflanze ich einfach, total einfach, nächstes Jahr Süßkartoffeln drauf. Die töten das Unkraut. Wir haben ein Hügelbeet. Hier stehen noch diverse Obstbäume. Ob diese Obstbäume in dem Garten bleiben, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das wissen wir nicht genau. Wenn ja, werden wir hier vorne so eine Art Obstplantage draus machen. Sodass wir hier vorne wirklich Obstbäume haben und richtig schönes Obst ernten können. Wo ich jetzt hier stehe, und das ist jetzt gleich das Ende dieses Videos, auch wieder ganz schön lang geworden, sollte es eigentlich gar nicht werden, aber man kann es ja nicht ändern, nicht? Hier kommt der Weg, den wir da drüben neu anlegen. Von hier gerade rüber. Ich kann mich da mal hinstellen, damit Flo das ein bisschen sieht oder Sie sehen. Genau auf dieser Höhe kommt der Weg durch, führt dann auf den Weg, auf dem Flo gerade steht. Der geht gerade rüber und dann bei uns wieder in den anderen Garten. Sodass wir hier vorne wirklich eine Fläche haben, die wunderschön werden wird. Und eins fehlt immer noch. Die Tonnen. Ne? Die Tonnen kommen hier vorne hin. Was ich da reinmache, kann ich Ihnen ehrlich gesagt noch nicht genau sagen. Eventuell Zucchinis, eventuell nicht. Eventuell irgendwas anderes. Haben wir nämlich noch ein Projekt für nächstes Jahr. Aber das verrate ich noch nicht. Vielleicht kommen die in die Tonne. Flo soll natürlich in diesem Garten auch nicht fehlen. Unser Blumenmeister. Der, als wir den Garten das erste Mal angeguckt haben, gesagt hat, oh, da sind aber schöne Blumen drinne. Ich sage, ja, die bleiben auch. Gut, ein Teil wandert mit rüber und ein Teil bleibt hier. Und Flo hatte einen Wunsch und ich kann dem immer nichts abschlagen. Flo möchte hier vorne eine Hecke aus Sonnenblumen haben. Bekommt er. Wenn ich davor meine Tagetes kriege. Aber gut, Sonnenblume groß, Tagetes klein passt. Dafür kommen wir aber auch, bekommen wir auch die Pforte dann nicht mehr auf, weil es wird ein komplettes Beet. Tja. Das war's jetzt. Unsere Überraschung. Unser, ich sage jetzt mal wirklich Knaller des Jahres, weil wir haben immer mit geliebäugelt, wir haben es immer gehofft, dass wir irgendwann vielleicht ein Stückchen Garten dazu kriegen. Und jetzt haben wir einen ganzen Garten. Wir bauen nächstes Jahr Gemüse an auf ungefähr 300 Quadratmetern. Plus die Hochbeete. Plus das Gewächshaus. Und. Ich gehe davon aus, dass es am Ende 400 Quadratmeter werden. 400 Quadratmeter als Selbstversorgung funktioniert wunderbar. Kohl, Kartoffeln, Möhren. Alles, was man braucht. Und Sie dürfen einfach dabei bleiben. Sie können sich das gerne mal wieder angucken, weil wir freuen uns tierisch. Sie hoffentlich für uns auch und ich hoffe, Sie bleiben uns treu und gucken, was wir über den Winter machen, weil wir müssen, ob wir wollen oder nicht, wir müssen den kompletten Winter durcharbeiten. Aber wir nehmen Sie mit. Sie können dabei bleiben. Sie können sich das angucken, was wir machen, wenn der Bagger kommt, wenn alles hier rausgerissen wird, wenn alles ein bisschen umgegraben wird und wir die Wege anlegen und die Felder anlegen. Ihnen jetzt einen schönen Sonntag. Wie gesagt, ich hoffe, es hat Ihnen wieder mal gefallen. Und ab jetzt heißt es wirklich Selbstversorgung. In diesem Sinne, schönen Sonntag, bis nächste Woche.